Ja, ob er diese zweite Chance wirklich verdient hat? Im Jänner 2022 kam heraus, dass der Partner von TV-Star Linda de Mol, nämlich Jeroen Rietbergen, mit dem sie seit 15 Jahren zusammen ist, sexuelle Übergriffigkeit vorgeworfen wird. Rietbergen leitete als Musiker die Showband bei der niederländischen The Voice-Sendung. Dort soll er Kandidatinnen unter anderem begrapscht haben. Laut der Zeitung De Telegraaf hätte der Beschuldigte außerdem eingeräumt, dass er mit Frauen, die an der Sendung mitwirkten, sexuellen Kontakt hatte und ihnen E-Mails mit sexuellen Inhalten schickte. Daraufhin trennte sich De Mol von ihm. Dass jemand, den du so sehr liebst, sich mit jungen Frauen schlecht benommen hat, das erzeugte Traurigkeit und Wut bei mir. Rietbergen ging in eine Suchtklinik in die USA und machte eine Therapie. Vor Gericht muss er sich vermutlich ab September verantworten. Jetzt soll die Star-Moderatorin Jeroen verziehen haben oder es zumindest versuchen. Nach Bild-Informationen sind die beiden wieder zusammen. Ein enger Vertrauter zu Bild: Sie probieren es. Jeroen weiß, dass er totalen Mist gebaut hat. Es tut ihm alles sehr leid. Er liebt Linda und sie liebt ihn. Und weiter: Sie kämpfen um ihre Beziehung. Ob Linda es schafft, Jeroen wieder bedingungslos zu vertrauen, muss sich erst zeigen.